Nachbarschaftsduell in der ersten Kreisklasse. Der SV West 03 Leipzig trifft auf den SV Lindenau 1848. Es ist ein Nachholspiel vom 9. Spieltag. West noch ohne Saisonniederlage, Tabellenführer. Lindenau auch gut dabei, nur 2 Punkte hinter West. Und es geht richtig gut los. Die Gäste von rechts nach links mit Ken Schreiber. Ken Schreiber läuft durch und trifft früh zum 0:1. Die erste gute Aktion der Gäste. Und wenn Sie sich denken, huppala, den kenne ich doch richtig. Ken Schreiber ist sonst der Goalgetter aus der ersten Mannschaft. Schon 9 Tore in 12 Spielen in der Stadtliga. Die Gastgeber mal mit einer guten Möglichkeit. Doch Torhüter Alexander Stolle gut gehalten. Apropos Torhüter, der Keeper, der Gastgeber, ist eigentlich ein Abwehrspieler. Der Torhüter Oliver Schleicher, privat verhindert und somit muss Abwehrspieler Sebastian Große zwischen den Pfosten stehen und natürlich ist er nicht ganz so sicher. Lindenau immer wieder gut dabei und dann mit dem 2:0 Uwe Seeler Gedächtnis. Kopfball mit dem Hinterkopf von Christoph Röhrig nach einem weiten Schlag von Busia. Große ohne Abwehrchance. Und die nächste Möglichkeit. West ist gut im Spiel, doch nicht zwingend genug die Chancen. Und dann natürlich nochmal Lindenau und wieder Ken Schreiber gegen Sebastian Große. Ken Schreiber in seinem zweiten Einsatz für die zweite Mannschaft mit seinem zweiten Treffer. Sebastian Große versucht nochmal alles. Ja, richtiger Torhüter bleibt vielleicht drin, aber es ist halt das Duell. Der Goalgetter aus der ersten Mannschaft gegen den Abwehrspieler im Tor der Gastgeber. West trotzdem mit toller Moral. Bombach einfach mal in die Mitte und dann kommt der Kopfballversuch. Doch der ist nicht zwingend genug. Und wieder West. Diesmal mit schöner Schusschance. Bombach legt ab auf Kapitän Marx. Doch da musste Alexander Stolle nicht eingreifen. Ja. West-Trainer Chris Rode guckt bedröppelt rein nach der ersten Hälfte, nur zu verständlich. Er hätte sich in diesem Spitzenspiel mehr ausgerechnet. Und die zweite Hälfte, die geht wieder los mit Lindenau. Abdeslam Bosia mit einem Freistoß und da ist Nikolaus von Reibnitz. Marke Traumtor. Was für ein wunderbarer Abschluss. Ein verspätetes Namenstaggeschenk für den Nikolaus. Er zieht seinen dritten Saisontreffer. Und Sebastian Groß im Tor natürlich ohne jegliche Abwehrmöglichkeit. Klasse Treffer. Und dann noch mit dem Glück der Unterkante. Und West mit Willen. Mit Markus Mann. Tolle Willensleistung von Markus Mann. Den ersten pariert Stolle noch gut. Doch man will es unbedingt wissen. Er zielt seinen vierten Saisontreffer. Der Mittelfeldspieler hält seine Farben zumindest noch zeitweise im Spiel. Aber Lindenau schüttelt sich nur kurz. Ecke und Große unglücklich. Und das 1:5, die endgültige Entscheidung durch Christoph Röhrig. Mit seinem zweiten Treffer heute, sein insgesamt viertes Tor in dieser Saison. In einem, ja, jetzt einseitigen Spitzenspiel. Und Marx, ja, wenn eh schon alles entschieden ist, dann mache ich halt auch nochmal eine Traumbude. David Marx. Toller Treffer. Einfach mal in die rechte Ecke. Stolle rechnet nicht damit. Marx wollte den aber genauso. Auch sein vierter Saisontreffer. Ja, und dann zündet Schreiber nochmal den Turbo.
Schreiber an der Mittellinie losgesprintet, läuft allen davon und macht ganz souverän das 6:2. Die Freude der Gästefans natürlich allzu verständlich, aber auch etwas übertrieben angesichts dieser Konstellation heute. Aber Fußball ist halt Fußball. Und hier, nein, das ist kein Panini-Abziehbild vom Treffer davor, aber fast dieselbe Situation. Und natürlich ist Ken Schreiber wieder eiskalt. Sein vierter Treffer am heutigen Nachmittag zum Endergebnis von 7:2. Es ist ein verdienter Sieg für Lindenau, auch wenn er um einige Tore zu hoch ausfiel. Und es ist die erste Niederlage für West in dieser Saison überhaupt. Und Lindenau ist nun Tabellenerster. Logisch, dass man jetzt so eine Art Favoritenrolle nicht mehr ganz von der Hand weisen kann. Vor der Saison sind wir mit dem Saisonziel Platz 5 reingegangen. Da liegen wir aktuell klar über Plan. Und sicherlich werden wir, wenn wir die Hinserie mal komplett Revue passieren lassen, wenn wir die Weihnachtsfeier durch haben, auch das Ganze nochmal nach oben korrigieren. Es wäre vermessen, jetzt von was anderem zu sprechen, als dass wir unter den ersten zwei, dreien dann auf jeden Fall landen wollen. Ohne jetzt unseren heutigen Hüter zu kritisieren, aber unser Stammhüter steht ja sonst im Tor, weil er eben einfach im Tor besser ist als die anderen Spieler, die wir haben. So. Und von daher kann es schon sein, dass er den einen oder anderen Ball vielleicht gehalten hätte oder es zumindest vielleicht größere Chance gehabt hätte, den Ball zu halten. Aber ich glaube nicht, dass wir das Spiel heute mit ihm im Tor nicht verloren hätten. Also ich denke, das war trotzdem vielleicht in der Höhe, dann wäre es vielleicht ein, zwei Tore Unterschied gewesen, mag sein. Aber ich denke, wir hätten auch mit unserem Stammhüter heute das Spiel verloren. Ja, der SV West, ein sehr fairer Verlierer. Und es ist ja noch alles möglich. Nur ein Punkt Unterschied zwischen dem ersten Lindenau und dem dritten SV West in dieser Liga ist noch alles möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.